Ja, mein Name ist Michael Altauge. Ich wohne in Drolshagen, wo wir einen landwirtschaftlichen Betrieb betreiben. Dann haben wir einen forstwirtschaftlichen Betrieb, wo wir Holzeinschlag betreiben, also Fällen und Rücken von Fichtenholz in erster Linie. Wir bieten sehr viel Problembaumfällung, bieten wir auch an. Dann haben wir noch die Dienstleistung jetzt mit einem Fällkran hinzu aufgebaut, wo wir wirklich sicher an Bäumen und an Häusern Bäume fällen können. Im Moment ist es halt so, die Käferkalamität hat es entschieden, dass der Baum jetzt abgeschnitten werden muss. Wenn wir jetzt stehen lassen, den Baum, ist es so, dass der irgendwann verfärbt. Wir haben eine Blaufärbung, also durch diese Eier vom Käfer entsteht ein Pilz unter der Rinde und damit entsteht dann eine Bläue. Ja? Und dieses Holz ist nicht unbedingt gewünscht von der Bauherrenschaft. Und von daher muss man eigentlich relativ zügig die Bäume abmachen. Also für den Laien ist es am einfachsten zu erkennen, wenn die Nadeln abfallen. Aber wir als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Profis, ja, erkennen es schon vorher an Bohrlöchern, die du in der Rinde siehst. Teilweise erkennt man es aber auch, wenn man wirklich über Waldwege fährt und man sieht unten am Wurzelanlauf Bohrmehl liegen. Es sieht aus wie Kaffeemehl, aber das ist das erste Anzeichen, was wir sehen. Und daran erkennt man eigentlich schon, der Baum ist verloren. Dieser Baum hier ist obenher wirklich noch grün. Ja? Man denkt, der Baum ist vital. Der Baum hat sich auch in der letzten Zeit gewehrt gegen den Käfer. Man sieht hier den Harzfluss. Und wenn man dann mal so eine Harzlinie hochgeht, ja, hier zum Beispiel, ja, dann sieht man, hier oben hat der Käfer sich eingebohrt. Ja, und der Baum versucht sich gegen den Käfer zu wehren durch Harz. Ja. Und diesen Harzdruck, sage ich mal, konnte er in den letzten Jahren nicht aufbauen. Dadurch, dass wir unten kein Wasser ziehen konnte. Wir hatten extreme Trockenheit in den letzten Jahren und dadurch konnte der Baum den Harzdruck nicht aufbauen. Wenn ich jetzt durch die Wälder fahre, brauche ich teilweise nur aus dem Fenster rauszuschauen. Der Wald ist noch grün, er sieht vital aus. Aber wenn ich dann in den Wurzelbereich schaue, sehe ich hier das Kaffeemehl liegen. Ja? Und was hier als Kaffeemehl zu sehen ist, ist Bohrmehl. Dieses Bohrmehl ist entstanden, wenn der Käfer sich einbohrt. Ja? Wir sehen ja jetzt hier jetzt das Käferloch. Hier hat er sich eingebohrt. Ja? Und vielleicht haben wir Glück, wenn wir jetzt hier mal das Stück aufschneiden. Dass wir dann den Käfer entdecken. Jawohl, da sitzt der Bursche. Das ist der Borkenkäfer. Der Käfer bohrt sich ein und dann gibt es gewisse Fraßgänge. Diese Fraßgänge sehen wir mal ganz gut hier auf der Rinde. Und wenn wir jetzt mal hier genauer hinschauen, da sitzt ein Käfer, da sitzt ein Käfer, da sitzt ein Käfer, da sitzt ein Käfer. Und durch diese Fraßgänge zerstört er das Kambium. Das Kambium sitzt zwischen Rinde, zwischen dem Stück Rinde, was ich hier habe, und dem Vollholz. In dem Kambium sind die Lebensadern. Dort werden Nährstoffe vom Boden mit Wasser nach oben transportiert. Und dadurch, dass diese Fraßgänge hier jetzt sind, sind die Lebensadern des Baumes zerstört. Und somit stirbt der Baum ab. Wenn wir jetzt hier sehen, auf dieser kleinen Ecke, das ist jetzt hier 5 × 10 cm, was ich jetzt hier zeige, und da haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Käfer sitzen, sage ich mal. 200 Käfer reichen, um eine Fichte, die 80 Jahre gewachsen ist, abzutöten. Und auf dieser kleinen Stelle haben wir schon 6 Käfer. Und da weiß man, in welchen Massen die Käfer unterwegs sind. Absolut erschreckend. Wir haben schon immer mal versucht, den Käfer zu bekämpfen, indem wir hergegangen sind und haben das Holz, was befallen worden ist, aus dem Wald gezogen und haben es dann mit Gift behandelt, ja, mit einem Insektizid. Ja.
das haben wir probiert, aber ja, diese Riesenkäfermenge haben wir einfach nicht geschafft zu bearbeiten. Ja. Wenn wir das Holz mit dem Harvester ernten, haben wir auch schon eine mechanische Bekämpfung. Das heißt, durch dieses Eisen, durch das Messer, was über den Stamm geschoben wird, zerquetschen wir den Käfer. Ja. Das ist auch eine Art von Käferbekämpfung. Jeder Baum, der aus dem Wald gefahren wird, ist ein Taxi für ganz viele Käfer. Durch diese Massen ist es einfach nicht gelungen, den Käfer wirklich effektiv zu bearbeiten. Die einzige Chance ist eigentlich, den Baum zu fällen und möglichst schnell aus dem Wald rauszuholen und dann auch möglichst viel an verwertbarem Holz aus dem Wald zu transportieren. Wir haben im Moment so viel Arbeit, dass wir sie nicht geschafft kriegen. Bringen einen ganz großen Teil zum Finanzamt, ganz klar. Die Maschinen laufen rund um die Uhr, die Mitarbeiter geben alles. Wir haben Arbeit ohne Ende, aber das ist nicht nachhaltig. Da kommt ein Loch auf uns zu von 30 Jahren, wo wir 30 Jahre lang diese Dienstleistung, die wir angeboten haben, nicht mehr machen können. Ja? Da kommt ein Cut auf uns zu, den wir noch nicht gekannt haben. Und die Sorgen, wie wir unseren Betrieb weiterführen, sind viel, viel größer. Wie, dass wir uns jetzt darüber freuen, dass wir jetzt viel Geld verdienen, weil die Maschinen rund um die Uhr laufen können. Es ist richtig beängstigend. Durch die Käferkalamität in dieser Menge ja, gehen wir ans Limit. An das Limit von den Mitarbeitern, an das Limit von mir als Chef. Weil jeder Waldbestand, jeder Holzhaufen muss irgendwie durch meinen Kopf auch durch. Wir haben maschinentechnisch auch noch ein wenig aufgerüstet, wobei wir jetzt genau überlegen müssen, wann ist der richtige Zeitpunkt, die Maschinen noch wieder abzustoßen. Ist auch eine psychische Belastung. Es ist einfach nicht machbar, überall gleichzeitig tätig zu sein. Wir schaffen es einfach nicht. Also ich habe die Wälder gepflegt, als wenn es mein Eigentum wäre. Und das wird im Moment völlig zerschlagen. Was wir hier jetzt sehen, ist ja so, dass ganze Landstriche entfichtet werden. Das eine ist die wirtschaftliche Situation für den Waldbauern, die wirtschaftliche Unsicherheit für die Forstunternehmer und das andere ist die Naturkatastrophe. Weil in dem Holz selber ist ja CO2 gespeichert. Wir schneiden hier CO2-Speicher ab. Das nächste ist, das Holz oder die Bäume sorgen dafür, dass wir Wahnsinnswasserspeicher haben. Ja? Wenn es anfängt zu regnen, dann wird das Wasser anhaftend an die Bäume. Wir haben demnächst das Problem, dass wenn jetzt hier oben bei uns in Drolzhagen auf dieser Kuppe ein Starkregen entsteht, das fließt mehr oder weniger zügig ins Tal. Und vorher hat das erstmal an den Bäumen gehangen. Und deswegen ist das eine riesen Naturkatastrophe. Was hier zerstört worden ist innerhalb von 3 Jahren, ist für Generationen zerstört worden. Das ist schon absolut gravierend. Das ist ein Einschnitt, den wir in der Forstwirtschaft noch nie so erlebt haben.